ich wieder mal. Wie allen anderen geht es auch mir so, viel zu warm und keine Lust fürs Hobby. Das heißt, ja gut, ich war ja auch im Urlaub, bin jetzt am Wochenende wiedergekommen und ich war schon mal hier unten gewesen und habe eine Kleinigkeit gemacht, aber nicht viel. Lohnt sich nicht weiter zu zeigen, wenn das Wetter jetzt vielleicht ein bisschen kühler werden sollte, dann vielleicht. Aber Grund meines Erscheinens ist eigentlich nur, ja, es hat sich was getan. Ich freue mich. Ich habe die 100 überschritten. 100 Abonnenten und das in gut 7 Monaten. Finde ich gut. Und deshalb an alle, die meinen Kanal abonniert haben, herzlichen Dank. Ja, aber das ist noch nicht alles. Ich zeige euch gleich mal was und vielleicht hat ja einer eine Idee dazu. Und das zeige ich euch gleich. Also. So. Und nun zeige ich euch mal meinen Problemfall, was ich gerade habe. Ich habe nämlich einen Neuzugang und der sieht wie folgt aus. Wo haben wir sie denn? Hier. Da. Die nächste Dampflokomotive in meinem Fuhrpark. Eine Baureihe 95 von Pico. So, das gute Stück habe ich geschossen bei Ibi und ich habe da jetzt ein Problem. Normalerweise ist da so ein Multikulti-Protokoll-Dekor da drin, der sich eigentlich automatisch raussucht, ob er mit gleich analog oder digital betrieben wird. So, nun wollte ich halt mal hier die Logadresse ändern, weil die, wie gesagt, werkseitig eigentlich auf der 03 ist, aber die ist bereits bei mir schon vergeben. So, nun habe ich folgendes Problem. Jetzt steht sie hier auf dem analogen Gleis, das habe ich mal aufgebaut hier mit dem analogen Trabo. So. Und analog fährt sie. So, nun habe ich die hier auf meinem anderen Abschnitt. So, das ist hier mein Rollenprüfstand. Der ist jetzt angeschlossen auf digital. Das ist meine alte 6021. Die benutze ich eigentlich nur, um Lokadressen oder die CV-Werte bei manchen Lokomotiven zu ändern. Ansonsten habe ich ja die CS3. So, nun habe ich hier eingegeben die Adresse 03, von dem ich die Lokomotive gekauft habe. Der hat gesagt, da hat er nichts dran gemacht. Der hat sie bloß analog getestet. Und ansonsten stand sie in der Vitrine. So. Und wie gesagt, jetzt müsste sich eigentlich automatisch rausgesucht haben, dass es digital ist. Und was passiert? Nicht. Null. Ja. Nun bin ich etwas überfragt. Ich weiß nicht, ob der Dekoder jetzt einen Schuss hat. Ich habe auch hier schon andere Lokomotiven ausprobiert. Das funktioniert. Nur bei dieser nicht. Hat da vielleicht jemand einen Tipp für mich? Neuer Dekoder. Oder was kann ich noch tun? Ja, also Leute, das soll es dann schon wieder gewesen sein. Schreibt mal einfach eure Kommentare unten rein.
Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Über Abos freue ich mich sowieso. Und wie gesagt, nochmal danke an alle Abonnenten und weiter so. Bis denn.